Katrin Thormann weiß, worauf es ankommt, zumindest auf dem Laufsteg. Das Topmodel war auf dem Titel der deutschen und der italienischen Vogue und lief unter anderem für Prada. Hier in Düsseldorf schmückt sie jetzt die Upper Style Show der Messe GDS und hier geht's um Schuhe. Und da ist jede Frau Spezialistin, auch das Topmodel. Also ich mag Schuhe gerne und ich finde es auch schön, wenn man ein schlichtes Outfit hat und dann irgendwie einen tollen, besonderen Schuh dazu. Es sollte einfach die Erotik der Frau unterstreichen, oder? Finde ich. Im Publikum Olympionikin Nathalie Geisenberger. Sie holte bei den Winterspielen Bronze im Rennrodeln. Und Schauspielerin Katja Flint. Spätestens seit ihrer Hauptrolle in Die Weiße Maasai kennt sie wohl jedes Kind in Deutschland. Besonders gut dürften sie aber ihre Produzenten kennen. Denn spielt Katja Flint mit, fällt das Budget für Kostüme geringer aus. Zumindest bei Schuhen. Weil ich auch meine eigenen Sachen oft zur Verfügung stelle für Filme und auch das Problem kenne, dass Kostümbildner wenig Zeit und wenig Geld haben. Und deswegen kaufe ich manchmal Schuhe, einfach so, weil ich ahne, die werde ich mal für eine Rolle brauchen oder die werden mal zu einem ganz speziellen Charakter passen. Dann kaufe ich auch manchmal Schuhe, die gar nicht so mir entsprechen, sondern irgendwie schrill sind oder so. 3 Tage lang können Schuhfachleute in Düsseldorf schauen, was im nächsten Herbst und Winter in die Läden sollte. Denn hier auf der GDS liegen die Trendscouts meistens richtig. Also liebe Damen, mit diesen Schuhen hier dürfen Sie sich schon mal anfreunden. Aber das fällt ja sicher ohnehin nicht gerade schwer.